typisch deutsche Märchen. Frederik war zu allen böse, also wurde sein Bein vom Hund zerfleischt. Nur fair. Paulinchen spielte alleine mit dem Feuerzeug, obwohl sie es nicht durfte. Also ist sie verbrannt. Zur Asche. Ist tot. Wie erbauen. Ist das auch so eine Phönix-Geschichte, dass sie dann wieder aufersteht daraus? Nee. Oder? Konrad lutscht sich am Daumen. Also kommt ein Typ und schneidet sie ab. Ende. Das ist die Geschichte. Ist einfach so, yo, kommt einfach aus dem Nichts, schnipp, schnapp, Daumen ab. Was zum Fick? Oder Kasper. Kasper wollte keine Suppe essen. Also stirbt er. Der hat Suppen-Kasper. Da kommt er her. Ganz vergessen. Ja, ist einfach, Kasper wollte keine Suppe essen. Jetzt ist er tot. Ey, früher war so Elternsein viel einfacher.